mein Name ist Paul Zabel. Ich bin Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, in Bremen. Momentan befinde ich mich in der Antarktis und betreibe hier ein Forschungsgewächshaus, mit dem wir den Pflanzenanbau im Weltall erproben wollen. Dieses Gewächshaus befindet sich in der Nähe der deutschen Forschungsstation Neumayer 3 und wir bauen momentan sehr viele Gemüsesorten an, um verschiedene Techniken des Pflanzenanbaus und des Betriebes eines solchen Gewächshauses zu untersuchen. Wenn man hier aus dem Fenster schaut, sieht man im Hintergrund die deutsche Forschungsstation Neumayer 3. Das Gewächshaus befindet sich ungefähr 400 Meter davon entfernt und ich gehe jeden Tag hierher mit Polarkleidung, um unsere Forschung zu betreiben. So, dann gehen wir jetzt mal in das Gewächshaus. Hinter dieser Tür befindet sich das Gewächshaus mit den Pflanzen und jetzt gehen wir dort einmal hinein. Man sieht, wir haben momentan schon sehr, sehr viele grüne Pflanzen. Hier auf der linken Seite haben wir Paprikapflanzen und dann in dem nächsten Bereich haben wir verschiedene Salate. Hier oben sind kleine Salate, die sind jetzt 12 Tage alt und hier unten haben wir Salate, die sind jetzt schon ungefähr 3 Wochen alt und werden nächste Woche dann auch geerntet. Dann sind sie auch noch deutlich größer. Hier weiter drüben haben wir dann Kräuter, also Basilikum, Koriander, Schnittlauch und Petersilie. Die kleinen Pflänzchen hier, das werden einmal Rucola-Pflanzen sein. Die sind noch ganz jung, die sind erst vor 3 Tagen gesät worden. Hier oben sieht man ganz schön, haben wir Mangold und verschiedene asiatische Salate, die schön scharf sind und immer eine Bereicherung für einen Grünsalat sind. Hier auf der anderen Seite sieht man sehr, sehr schön die Gurkenpflanzen, die wir haben. Die sind schon richtig, richtig groß und auch in den nächsten Tagen wird man hier schon schön Gurken ernten können. Hier sieht man, wie die Blüten aussehen und wie die kleinen Gurken ausschauen. Und an der Pflanze hier hinten sieht man dann schon richtig gut, wie groß die Gurken sind. Und die brauchen wirklich nur noch 3-4 Tage und dann sind die auch reif. Wenn man sich das hier mal anschaut, die haben schon eine richtig schöne Größe. So. Gleich neben den Gurken haben wir die Tomatenpflanzen. Man hier auch sehr, sehr schön, die blühen richtig gut und da bilden sich auch schon die ersten kleinen Tomaten. Es ist eine relativ kleine Tomatensorte, sprich die Pflanzen sind klein, das sind kleine Buschtomaten und die Früchte sind eher so wie kleine Cherry-Tomaten, schmecken aber dann sehr, sehr lecker. Bis die reif sind, wird es aber noch ein paar Wochen dauern. Da haben sich wirklich gerade erst vor einer Woche die ersten Blüten gebildet. Und jetzt formieren sich die ersten Früchte. Zum Schluss noch viele Grüße an meine Kollegen und Projektpartner in Deutschland, Europa, Kanada und den USA.